Das heißt, Sie profitieren jetzt von drei unterschiedlichen Themen, die aber aus meiner Sicht sehr schön ineinandergreifen. Ich bin sicher, dass ich Ihnen einige praxisorientierte Tipps und Techniken an die Hand geben kann, mit denen Sie ab morgen arbeiten können. Wir hören solche Formulierungen wie, der ist gerade nicht am Platz, dafür bin ich nicht zuständig. Die Unterlagen habe ich gerade nicht zur Hand. Das gipfelt dann häufig sogar in doppelten Verneinungen. Klassisch ist die Formulierung, kein Problem. Nutzen Sie positive Formulierungen. Die sind von der Argumentationskraft, von der Überzeugungskraft deutlich besser. Das heißt, Sie können sagen, das Glas ist halb leer. Sie können aber auch sagen, das Glas ist halb voll. Sie können sagen, der ist gerade nicht am Platz. Sie können aber auch sagen, der ist um 16 Uhr zurück. Sie können sagen, ich habe die Unterlagen nicht zur Hand. Sie können aber auch sagen, Mensch, Herr Sturz, ich besorge mir die Unterlagen gerne. Sie können sagen, kein Problem. Aus meiner Sicht wäre es besser zu sagen, Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Ich kümmere mich jetzt sofort persönlich darum. Wichtig ist, dass Sie den Kunden in der Situation nicht fragen, sondern zum Beispiel durch eine Formulierung einfach festlegen, dass Sie ihn zurückrufen. Das könnte so funktionieren, dass Sie einfach sagen, ja, Herr Sturz, ich habe verstanden, worum es Ihnen geht. Geben Sie mir 20 Minuten Zeit, um das für Sie zu klären. Unter welcher Nummer kann ich Sie dann zurückrufen? Sie alle können sich wahrscheinlich noch an Ihre Kindheit, an Ihre Schulzeit erinnern. Da haben Sie immer von Ihren Lehrern gehört, man beantwortet keine Frage mit einer Gegenfrage. Vergessen Sie das, ab sofort sind Gegenfragen Pflicht. Also wenn ich zu Ihnen zum Beispiel sage, schönes Hemd haben Sie an, gab es das auch für Männer? Dann werden Sie sofort die Tendenz haben zu sagen, das ist mein Lieblingshemd, das ist von Boss und das hat 140 Euro gekostet und das hat meine Frau mir zu Weihnachten geschenkt. Aber Sie sind in der Rechtfertigungshaltung. Und das ist wieder ein Beispiel, wie leicht es ist, jemanden zu provozieren. Also wenn ich Sie zum Beispiel frage, schlagen Sie Ihre Freundin immer noch? In dem Moment, wo Sie reagieren, haben Sie schon verloren. Trinken Sie immer noch vor der Arbeit ein kleines Schnäpschen, um leistungsfähig zu sein? Ja, da ist eine Unterstellung. Wenn Sie jetzt darauf reagieren, haben Sie im Prinzip schon zugestimmt. Also angenommen, Sie wollen mich provozieren und Sie sagen, na Herr Sturz, schlagen Sie Ihre Frau immer noch? Dann antworte ich häufig mit einer Gegenfrage. Und die Gegenfrage könnte lauten, wie definieren Sie Schlagen? Der Vorteil ist relativ einfach. Ich habe Zeit zu überlegen und Sie sind wieder gefordert. Ich werde Ihnen das nachher beim Thema Fragetechnik noch mal etwas detaillierter erläutern, weil ich halte die Gegenfrage für ein sehr wirkungsvolles, also ein sehr mächtiges Instrument. Dann kommen wir irgendwann ja auch in die Preisverhandlung. Und was ich in Preisverhandlungen sehr häufig höre, ist die Aussage, Mensch, Herr Sturz, Nexus 21 ist aber auch ganz schön teuer. Jetzt könnte ich wieder anfangen, mich zu rechtfertigen und sagen, ja, das ist aber auch ein Komplettpreis, Sie haben keinerlei Nebenkosten, wir arbeiten sehr praxisorientiert, Sie kriegen kostenloses Fotoprotokoll, Sie kriegen kostenlose Unterlagen, Sie haben die Möglichkeit, mich nach dem Training anzurufen, aber trotzdem wäre ich so, wie bei Ihnen eben, ne, auf die Frage, schönes Hemd haben Sie an, gab es das auch für Männer? Ich wäre in der Rechtfertigungshaltung. Das heißt, die wesentlich schlauere Methode ist, auf diese Aussage, Mensch, Nexus 21 ist aber ganz schön teuer, mit einer Frage zu antworten, indem man zum Beispiel sagt, mit wem vergleichen Sie mich? Weil durch diese Frage kriege ich raus, gibt es einen Mitbewerber? Haben Sie schon ein anderes Angebot vorliegen? Mit welchem Mitbewerber habe ich es zu tun? Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich wesentlich besser agieren, kann wesentlich besser meine Strategie entwickeln. Das heißt, eine Gegenfrage ist in vielen Situationen eine elegante Technik, um Zeit zu gewinnen, um in Ruhe überlegen zu können, was mache ich als nächstes. Professionelle Distanz, ja, ich habe das mal so in den Satz gegossen. Was kratzt es die deutsche Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt? Dann schüttelt man sich einmal und dann ist man wieder klar. Noch erschreckender ist, 60% aller Gestressten wissen nicht, wie sie diesen Druck reduzieren können. Und dann wird es gefährlich. Ihr Immunsystem ist letztendlich Abwehrschild. Und wenn Sie Ihr Immunsystem durch erhöhten Stress schädigen, dann haben eben Bakterien, Viren, Krebszellen auch eine höhere Chance durchzukommen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, organisch sind Sie gesund. Das heißt, der Stress ist hier im Kopf, mentaler Stress. Boris Becker hat ja immer schön gesagt, so ja, mental war ich super gut drauf. Und er hat auch mal gesagt, ja, Tennis wird zwischen den Ohren gewonnen. Genau das ist, was mit mentalem Stress gemeint ist. Also im Moment haben wir sehr viele Teilnehmer, die Angst vor Arbeitsplatzverlust haben. Das ist ein permanenter Stressfaktor. Das heißt, mental beschäftigen sich die Menschen damit, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass sie ihr Haus verkaufen müssen, dass sie ihre Familie nicht mehr ernähren können. Extremer Stressfaktor. Ich betrachte Stress auch ganzheitlich. Deswegen habe ich so ein Work-Life-Balance-Modell entwickelt, wo ich einfach unterscheide Beruf. Zum Teil 40-50% der Zeit verbringen wir im Beruf. Deswegen ist das eben auch häufig ein großer...